In den letzten Folgen hat uns Professor Dr. Kippes deutlich gemacht, was sich hinter dem Wort Farming wirklich verbirgt. Um die wichtigsten Punkte zu vertiefen, hat Professor Dr. Kippes sie nochmal für uns zusammengefasst. Farming, da geht ein Immobilienmakler her und bearbeitet eine bestimmte Personengruppe oder, das findet noch häufiger statt, eine bestimmte räumliche Einheit, also ein Block, ein Stadtteil, eine Wohnanlage besonders intensiv. Ziel ist dort, sich quasi als entsprechender Spezialist, als in Anführungszeichen Champion zu positionieren. Und Ziel ist es, in die Situation zu kommen, dass wenn dort in dieser Straße, in diesem Block jemand was sucht, nicht lange überlegt wird, wer könnte denn die Immobilie verkaufen, sondern der Gedanke muss sein, das macht hier üblicherweise sowieso erfolgreich. Und insofern der Versuch, hier eine kleine Farm zu haben, wo man den Acker pflügt, bepflanzt, gießt und bestellt und wo man langfristig dann erntet. Das wichtigste Farming-Element ist somit die intensive Kundenbetreuung, denn durch die Empfehlung anderer Kunden erleichtert es die Arbeit eines Maklers immens und geht über das bisher bekannte Maß an Service deutlich hinaus. Ziel ist eine enge Kundenbindung, die zu Empfehlungen führt und so den Kundenstamm des Maklers multipliziert. Das Feld ist die Wohnanlage, in der man arbeitet. Hier hat man gewisse Techniken, Methoden, wie man pflügt, sät, ausbringt und am Ende erntet. Und genauso ist es da auch. Ich habe bestimmte Methoden, wie ich als Immobilienunternehmen versuche, dort Fuß zu fassen, wie ich mit den Kunden dort umgehe und dann letztendlich auch, wie ich die Ernte einfahre. Wobei ein wichtiger Punkt, der reinspielt, den hat man dann bei der Farm, wenn man sie kauft auch, ist zunächst einmal die Entscheidung, wo betreibe ich Farming? Wo will ich meine Farm aufbauen? Und da sollte man sich vor allem am Anfang sehr viel Gedanken machen. Mit dem Ausbringen der Saat ist es also nicht allein getan. Am besten wirtschaftet es sich, wenn der Makler mehrere Areale gleichzeitig bewirtschaften kann. So kann eine beispielsweise verhagelte Ernte an anderer Stelle kompensiert oder sogar überkompensiert werden. Letztendlich, Farming ist der Gedanke, ich habe nicht nur an einer Stelle eine Farm, wo ich pflüge, sondern im Optimalfall habe ich, also wieder der Gedanke zu diversifizieren, habe ich unterschiedliche Farmen in unterschiedlichen Segmenten, die ich bearbeite und versuche so ein bisschen Risiken zu streuen. Zum perfekten Akquisebesteck des Maklers fehlt jetzt eigentlich nur noch eins, die Übersicht. Bei der Betrachtung zukünftiger Wirtschaftsfelder gilt es rechtzeitig, Trends und Wandel zu erkennen. Eine Verwelken kann zum Beispiel sein, eine Farm, die eine niedrige Umschlagshäufigkeit hat. Das ist für einen Makler unter Umständen völlig uninteressant, weil kaum jemand wegzieht. Das haben wir teilweise bei Reihenhaussiedlungen. Reihenhaussiedlungen werden klassischerweise von jungen Familien bezogen, 25 Jahre unter Umständen, kaum Bewegung. Mag aber dann Situationen geben, wo ein plötzlicher Umbruch einsetzt. Bestimmte Trendsetter ziehen weg oder die Altersstruktur bricht um und plötzlich gibt es sehr viel Bewegung. Dann können gerade zum Beispiel bei diesem Beispiel Reihenhaussiedlung, dann kann es unter Umständen zu der Situation kommen, dass plötzlich eine Farm, die eigentlich da niederlag, die man als nicht besonders attraktiv betrachtet hat, plötzlich eine riesige Dynamik bekommt und dann wird es da richtig spannend.